Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wie ich gesagt habe, ich glaube, wir ruhen uns erstmal jetzt ein bisschen aus. Der Heiler soll heilen. So, dann schauen wir mal, wie es mit essenstechnisch aussieht. Da kann man mal ein bisschen was essen. Hier sollte auf jeden Fall gegessen werden. Da ist sonst nichts mehr zu essen. Da ist nichts mehr zu essen. Du brauchst unbedingt was zu essen. Eins lang, denke ich. Du brauchst unbedingt was zu essen. Da könnte man sogar noch ein zweites reintun. Und du brauchst auf jeden Fall was zu essen. So. Gut. Wie das jetzt mit den essenstechnischen Zaubern geht, weiß ich jetzt gar nicht, wie wir das jetzt machen, weil wir haben ja jetzt hier... Ich habe doch Zauber beten, Idria. Nahrung beschaffen. Warum ist das jetzt nicht drinnen? Wenn ich hier anklicke, ist auf 3 nichts drinnen. Das finde ich jetzt irgendwie seltsam. Okay, da muss ich nochmal nachschauen, wie das funktioniert. Weil ich hätte jetzt gedacht, da könnte man dann einfach jetzt hier... Da könnte man jetzt einfach... Für Zauber beten? Lernen wir ja nicht. Dass wir da einfach hier zack... Essen machen und dann erscheint so ein Ding hier drauf. Aber das scheint irgendwie nicht zu gehen. Okay, das, wie gesagt, da muss ich nochmal nachschauen. Aber das ist irgendwie sehr seltsam. Na gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo waren wir? Wir waren... Hier an der Tür jetzt. Und da wollten wir jetzt mal hier reingehen. So, das sind dann erstmal 2 Felder. Das heißt 1, 2 Felder. Und danach haben wir auf jeden Fall ein Viererfeld. Ja, ein Viererfeld. Ich sehe jetzt auch nichts Besonderes. Okay. Ja, das war ja einfach. Okay. Also da haben wir wohl nicht wirklich was. Dann könnten wir weiter mal nach Norden gehen. Das war ja diese Ecke. Dann haben wir jetzt das hier. Dann haben wir jetzt dieses Feld. Aha. Da geht es auf jeden Fall nach Norden. Im nächsten Feld geht es hier runter. Hier geht es noch weiter. Ja. Okay. Wieder große, große Felder. Also 1. Moment. Das ist dann das hier. Das hier. Dann geht es auf jeden Fall hier weiter. Aha. Mit einer kaputten Tür. Dann haben wir das hier. Das ist jetzt das hier. Und da geht es auf jeden Fall mit so 2 Dinger rüber. Ja, und das war's auch. Und wir haben wieder Essenspaket. Das ist schon mal gut. So, jetzt sind wir in dem Feld hier. Dann gehen wir eins weiter. Da haben wir aber nichts. Das heißt, es geht hier... Wieder komplett runter. Und wir kriegen ein Trankgift. Okay. Das ist also ein Gifttrank. Kann man das vielleicht auf Speisekammer? Ja. Speisekammer und Trankgift. Ja, das passt ja richtig gut. Ja. Dann geht es auf jeden Fall hier weiter. Hier geht es weiter. Moment. Dann haben wir hier wieder ein Paket Nahrung. Das ist jetzt dann hier 1, 2 und da haben wir eine Tür. Okay. Also. Hier haben wir eine Tür und da haben wir eine Tür. Und hier sind wir quasi soweit fertig. Und wenn wir hier runterschauen, das ist dann
Das ist dann dieses Ding. Das ist dann dieser Feld. Ah ja, da haben wir auf jeden Fall noch größeres Ding. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir hier auf jeden Fall ein Dings rein. Da geht es also so, also hier scheint es auch weiterzugehen. Hier scheint es weiterzugehen. Aber bleiben wir doch mal hier an dieser Tür vielleicht erst einmal. Schau, dass wir uns da mal umschauen, was da drin ist. Wenn wir es alle aufkriegen. Ja, die Tür kriegen wir auf. Dann haben wir hier einen Viererraum. So. Hier geht's weiter. Da haben wir wieder eine Tür. Da müssen wir mal schauen, ob wir die aufkriegen. Da haben wir anscheinend nichts. Ha, da haben wir einen Hebel. Okay, die Tür kriegen wir auf. Ohne sie aufzubrechen. Aha, da haben wir wieder ein Dings. Also das, jetzt stehen wir in der Tür drin, genau. Dann geht es hier auf jeden Fall weiter. Und hier haben wir eine Geheimwand. Das haben wir ja schon gesehen gehabt. Dann kommt hier, welches war's? Wo haben wir es denn? Das hier. Da haben wir auf jeden Fall eine Geheimwand. Okay. Und da haben wir eine Tür. Ah. So. Soweit gut, hätte ich gesagt. Gehen wir erst durch die Tür, oder? Ja, wir gehen erst durch die Tür, denke ich mal. Da haben wir dann ein... Aha. Ja, da gibt es wirklich nicht viel. Da gibt es einfach nur so ein Feld hier. Es sei denn, wir haben hier noch Geheimwände. Aber wenn wir Geheimwände haben, dann ohne irgendwelche, ihr wisst schon, so Symbole für sichere Passage. Halt. So. Okay, jetzt stehen wir in der Geheimwand drinnen. Wow. Okay. Alles klar. Wir kommen auch wieder zu... Wir kommen wieder zu... Hä? Ja. Okay. Also, wir stehen in der Geheimwand drinnen. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen etwas größeren Raum. Der ist 4x4. Dann geht es hier auf jeden Fall nach Norden weiter. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Oh. Und da haben wir eine Truhe... Ne Dings nach oben, also der Raum, das hier und hier haben wir quasi hier haben wir eine Treppe nach oben. Okay. Das heißt, es geht wieder zurück nach oben. Oh, auch nicht schlecht. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber bleiben wir doch erstmal noch hier, bevor wir da hochgehen. Da geht's auf jeden Fall nochmal nach unten und eine Tür, die wir auch geöffnet kriegen. So. Und drehen bitte. Nicht ganz so viel drehen. So sieht's doch gut aus. Okay. Öffnen wir die? Ja, wir öffnen sie und... Ah. Fahler steigt eine Erfahrungsstufe auf. Sehr gut. Das schauen wir uns gleich mal an. Aber erst einmal Tür. Dann haben wir auf jeden Fall hier Zweierraum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier. Okay. Aha, und noch, aha, noch eine weitere Geheimtür. Okay, die müsste dann hier sein. Das sind dann, das ist jetzt der 1, 2, 3, 1, 2, 3, der geht dann bis hierher. Und wir kriegen
Magier-Schriftrolle bannen. Aha. Ist es wieder so eine, wo wir dann lernen können? Schriftrollen, Magie, bannen. Die können wir ja, glaube ich, noch nicht hier mit bannen, oder? Müsste ich mal überlegen, ob ich die lernen will oder nicht. Andererseits, ja doch, ich glaube, die lernen wir. Schriftrollen, Magie, bannen gelernt. So. Und fehlt uns nicht jetzt gerade irgendwo? Du hast wieder nur 11. Hä? Hat irgendjemand anders wieder die Pfeile eingesteckt? 0, 0, 11, 0, 0. Komisch. Irgendwie fehlt mir ein Pfeil gerade. Aber gut. Ich meine, was soll's? Also, wir haben noch genug Pfeile. Also, von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem, wo ist denn der Pfeil hin? So, und da geht's auf jeden Fall nach Norden. Uff. So. Dann hätte ich gesagt, schauen wir weiter nach Norden, wenn wir da sind. Nach oben könnten wir zwar auch gehen. Oder soll man es dann mal nach oben gehen? Müsste ich dann wieder ein Ding einstellen? Das müsste dann... Also jetzt bin ich auf Level 4. Das müsste ja dann eigentlich hier sein. So, wenn ich jetzt halt hier mal Level 5 ausblend. Ah ja, das ist dann hier. Okay. Ist da was? Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich bin neugierig. Ich bin einfach neugierig. Wo geht's da hoch? Es geht nachs. Also, wir sind hier. Dann sind wir quasi hier. Hoppla. Jetzt zu viel gemacht. Moment. Ich blick jetzt gerade nicht durch. Hä? Jetzt stimmt irgendwas nicht mehr. Jetzt bin ich auf Level 4. So, jetzt bin ich auf Level 4. Wenn ich jetzt auf Level 5, Level 4 ausblend, ist es weg, wenn ich es Level 5 einblend. Hä? Okay, da stimmt irgendwas nicht. Ach, verdammt. Irgendwie hat er jetzt Level 4 auf Level 5 kopiert. Ach, das ist doch ein Schrott. Ich lade das Ganze nochmal neu. Verdammt. Wahrscheinlich erstmal New Cap. Ja. Natürlich nicht gespeichert. Ja, jetzt hat er ziemliche Probleme mit. Moment, jetzt muss ich das ganze Ding mal komplett schließen und komplett neu aufmachen. Boah. So, laden. So, Level 1 ausblenden. Level 2 ausblenden. Zwischenzone ausblenden. Level 3 ausblenden, Level 4 ausblenden. Okay, und Level 5, das müsst ihr nochmal nachzeichnen. Na gut, das müsst ihr nochmal nachzeichnen. Dann blenden wir nochmal Level 5 aus und Level 4 ein. Dann haben wir doch hier ein Level 4, war das... Ah, warum habe ich hier noch keine Dinge reingemacht? Dann war das, glaube ich, hier gewesen. Ich glaube ja. Und da geht's wieder nach oben. Okay. Also, dann sind wir jetzt. Dann geht es hier auf jeden Fall im Vierer weiter. Und hier haben wir eine Tür. Haben wir einen Schlüssel für die Tür? Ich weiß es gar nicht.
So, jetzt schauen wir erstmal, was haben wir denn da? Da war ein Trank. Ein Heilungstrank, das ist doch schon mal gar nicht mal so verkehrt. Trinken kann man jetzt auch relativ viel. Die Tür kriegt man nicht auf. Für dieses Schloss braucht man einen Schlüssel. Das heißt, auch du kannst mit den Dietrich hier. Nee, das lässt sich nicht knacken. Und haben ja irgendjemand noch irgendeinen Schlüssel? Nein. Nein. Hoppla. Nein, auch kein Schlüssel. Auch kein Schlüssel. Okay, wir haben keinen Schlüssel. Das heißt, da kommt man nur hin, wenn wir wieder einen Schlüssel finden. Okay. Ja, dann sind wir da fertig. Dann kann ich Level 4 ausblenden, Level 5 einblenden. Und jetzt müsste ich Level 5 nochmal zeichnen. Boah, das hasse ich. Wie war das jetzt? War das jetzt hier? Ah, ich weiß es jetzt nicht. Okay, das muss ich, wie gesagt, das mache ich in der Pause, dass ich das nochmal neu zeichne. Okay, dann lasst uns mal hier reinschauen. Ich speichere mal hier. Spieloption war es. Jetzt bin ich total verwirrt. Vor allem, weil ich jetzt die Karte nicht mehr habe. Ah, nervig. Okay, die zeichne ich, wie gesagt, nochmal nach. Aber jetzt müssen wir es erstmal als Blindflug machen, weil ich nicht genau weiß, wo was wie hier ist. Okay, da haben wir nur wieder eine Türe. Sonst nichts. Du sollst es auch nicht aufbrechen, sondern ihr sollt. Sondern ihr sollt sie einfach anschauen. Okay. Ah ja, da geht's weiter. Oh, noch eine Tür. Es ist zum Glück relativ linear. Das heißt, ich kann es ohne zu zeichnen da weiterkommen. Ach genau, und wir haben doch noch ein Level abgehabt. Aha. Was haben wir denn da Feines? Kleriker, Schriftrolle, Person festhalten. Aha, sehr schön. Und das scheint es hier gewesen zu sein, oder? Okay. Dann sind wir hier erstmal fertig, hätte ich gesagt. So. Genau, und jetzt sind wir in der großen Halle wieder. Das ist die hier, wo wir am Anfang drin waren. Also quasi die hier. Gut, jetzt will ich mal auf eine Sache schauen. Und zwar erst einmal bei dir. Paladin rechtschaffend gut, menschlich weiblich, bla bla bla. Stufe 5. Könnte es sein, dass wir jetzt für Zauber beten? Paladin ist noch zu unerfahren, also können wir immer noch nichts machen, selbst mit Stufe 5 nicht. Schade. Nahrung erschaffen. Zweimal haben wir drin. Aber es funktioniert nicht. Nee, da muss ich definitiv nochmal nachschauen, was Sache ist. So, da ich jetzt nicht genau weiß, wo wir schon gewesen sind oder wie es weitergeht, hätte ich jetzt Folgendes vorgeschlagen. Ich mache hier mal Schluss, zeichne die Karte nochmal nach, schau mal nach, wie das mit der Nahrung erschaffen geht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.